Moment, echt jetzt? Okay. Boon, Boon, alter Haudegen. Was machst du denn hier? Hey, Rufus, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Kein Grund, diesen sarkastischen Ton anzuschlagen. Ich weiß, ich hab dir übel mitgespielt. Aber ich habe mich gebessert. Ach, das weiß ich doch. Ich wollte es ja zuerst nicht glauben. Aber dann hast du uns dieses tolle Stadtgrundstück organisiert. Habe ich das? Ja. Seltsam. Ist ja seltsam. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh, kann nicht so interessant gewesen sein. Sowas. Wie ist es dir ergangen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh, kann nicht so interessant gewesen sein. Okay, so. Ihr beide seid so richtig zusammen? Aber Rufus, darüber haben wir doch schon gesprochen. Wirklich? Ja, sie wiederholt sich, war klar, so, okay. Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Verlockend ist es ja schon. Aber Goon, deine Grasallergie. Herrje, dann steht ihr halt mal einen Augenblick. Es ist ohnehin nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr aufeinander hockt. Sagte der Mann, dessen Freundin ständig an irgendwelchen bizarren Bewusstseinsunpässlichkeiten leidet. Haha, Bewusstseinsunpässlichkeiten. Das muss ich mir merken. Wo ist sie überhaupt? Okay, anderes Thema. Warum kommt ihr nicht raus in die Sonne? Aber Goon. Herrje, das ist ohne... Sagte der Mann. Okay, alles klar. Okay. Ich muss sie wahrscheinlich mit anschleppen. Ja, ja. Ciao, Ruf. Ich muss sie wahrscheinlich mit anschleppen, denke ich mir mal so. Da wurde doch gekritzelt eben, oder? Wo wurde denn hier gekritzelt? Wer hat denn da eben gekritzelt? Da wurde gekritzelt. Goon und John helfen. Ins Freie locken. Halt Strahler als Belohnung kassieren. Ich muss sie ins Freie locken. Könntet ihr ein Baby halten? Ich hab hier was für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Du hast schon mehr als genug für uns getan. Und eine Sitzgelegenheit wolltest du uns auch noch besorgen. Weißt du noch? Alles klar. Den behalte ich lieber, weil er ist mir immerhin... Entschuldigung, hab ihn noch in der Hand gehabt. Ja, bitte, hier. Gerne. Zack, jetzt wollt ihr plötzlich an. Ich hab hier einen Liegestuhl für euch. Ach, Rufus. Das können wir unmöglich annehmen. Kommst du natürlich könnt ihr. Hier. Aber der war doch bestimmt teuer. Ihr könnt ja später was dazugeben, wenn ihr wieder flüssig seid. Wer braucht schon Geld, wenn er anderen eine Freude machen kann? Wow, Rufus, ich weiß gar nicht, was ich sagen Gib soll. Gib mir den Heizstrahler. Danke. Ach ja, danke, Rufus. Und verlass dich drauf, du bekommst dein Geld. Keine Eile. Gib mir den Heizstrahler. Jetzt lächel doch mal, Gronkh. Okay. Dark Knight. Die Spülung plätschert gerade leis. Der Wels, ich denke, was für ein Scheiß. Und dann erscheinen frischen Mutes. Dank tollen frischen Superlootes weiterkommt. Weiterkommt in der rätselfordern Spiel. Wer weiß, wird es... bald Welt zu viel. Nee, an für sich mag ich Deponia. Aber ich habe ein Problem mit echt beschissenen Rätseln oder wenn das so blöd programmiert ist, dass man sich an einer bestimmten Stelle hinstellen muss, damit etwas funktioniert. Das macht einfach keinen Spaß dann in dem Augenblick. Und die Rätsel sind ja nicht wirklich schwer. Schwer ist Myst. Wenn Rätsel aber dämlich gemacht sind, dann stört mich das schon ein bisschen, muss ich sagen. So, was hast du denn für ein Problem? Geht es voran? Nicht wirklich. Was ist denn das hier? Ich wünschte, man hier muss ich auch Nippel durch die Lasche. Ich wünschte, es gäbe eine Bedienungsanleitung. Tja, man kann nicht alles haben. Ah. Okay. Zurück. So. Eine Bedienungsanleitung. Die werden wir wohl nicht kriegen, aber was ist denn jetzt hier oben in dem Loch? Nein, nee, erstmal nicht, nee. Dann kommen wir auch noch nicht ran. Eine Bedienungsanleitung. Keine Ahnung, wir nehmen erstmal. Mit solchen Typen kann man nicht dran kennen. Achso, das ging ja nicht. Irisch.
Ich gebe ihm mal das Inventar eben zurück. Ich weiß noch nicht warum, aber das sollte ich tun. Das Baby vom behalten wir mal. Dann tauschen wir nochmal zurück. Ja, nee, aber also in der Zentraldal waren wirklich ein paar echt komische Sachen mit bei, muss ich sagen. In 1 und 2 war das ja alles irgendwie handelbar. Ins Freie locken. Haltstrahler als Belohnung kassieren. Ach, weißt du was, dann sprechen wir sie doch mal an. Ist er nicht süß? Ja. Wer jetzt so? Ach, Gun. Ja, und wie? Nein, das meintest du ernst, ne? Der Weg. Kann ich mir den Heizstrahler ausbauen? Machen wir das einfach ja, so. Ja, nimm ihn ruhig. Immerhin können wir uns gleich in die Sonne legen. Oh, Junge, ich kann es kaum abwarten. Alles klar. So, Heizstrahler, ab dafür. Es war dunkel und kalt, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir da noch Licht brauchen oder ob der Heizstrahler nicht schon genug Licht macht. Das könnte natürlich auch sein, dass das ausreicht. Ich hab sonst nichts, was Licht macht, ne? Das sollte eigentlich ausreichen. Stellen wir den mal auf. Ich hab die geile Idee. Fehlt nur noch Stromibert. Okay, sie meinten wirklich einen. Damit krieg ich die Sicherung auch nicht gelockert. Die Dinger sind... Scheibenhonig. Das Kabel ist zu kurz. Ernsthaft jetzt? Aber es passt in die untere Steckdose. Ach so, ja klar. Das Problem muss ich immer noch lösen. Kein Strom. Ja, aber steck das schon mal rein. Die Gabel passt schon mal perfekt in die Dose. Leider genau. Bleibt sie nicht stecken. Sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen lassen. Wieso bleibt sie denn nicht stecken? Was ist denn das für eine Logik? Normalerweise würde ich ja sagen... Ach, damit komme ich. Ich bräuchte etwas Vorzugs... So, ja. Eigentlich, wenn man... Vielleicht könnte ich nochmal einen Schnabeltier-Kescher... Aber ich... Das habe ich ja schon mal versucht. Ich hasse es. Ich hasse... Ich dachte, vielleicht klebt vielleicht das dann ja ich, und... Okay, die bleibt ja so nicht hängen. Bisschen doof, ne? Bisschen blöd. Warum bleibt die denn da so nicht hängen? So, Rotzis, aber es ist von Kaltchen. Oh, Meckerkatz. Ne, ich dachte, ich spreche die mal an. Ne, okay, auch nicht. Aber es ist von Kaltchen. Oh, Meckerkatz. Die bleibt so nicht stecken, aber das wäre der Weg. Die erst reinstecken kein und dann... Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal perfekt in die Dose. Leider bleibt sie nicht stecken, sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen lassen. Hier habe ich Schnabeltiereier gefunden. Achso, Flair. Ja, zwei. Eins habe ich noch irgendwo übersehen, aber das... Ich werde hier noch eine ganze Weile sein. Vielleicht brauchst du Hilfe. Ich meine, wer will schon selbst unter Strom gestellt werden? Die steht ja nicht unter Strom. Die Gabel steckt drin. Dann gehe ich nach oben, leg den Hebel um und dann fliegt die Sicherung unten raus. Ich wüsste nicht, wer mir dann hier helfen sollte, sage ich mal so. Tja, das Wühlen in der Kanalisation im Dunkeln macht einen natürlich halt auch irgendwann selber gehässig. Die Kanalisation unter Portafisco ist natürlich sowas wie der Depronia Orcus, eine Art Unterwelt, eine Vorhölle sozusagen. Hier trifft Rufus halt den größten Abschaum. Hier ist der Abschaum tatsächlich gerade zum Leben erwacht, zu einer Art Schleimmonster, das allerdings im Vergleich zu Rufus regelrecht harmlos und nett wirkt. Im weiteren Verlauf des Kapitels wird man regelrecht Mitleid auch mit diesem armen Schleimmonster. Ja, richtig, es sollte Vegetarier werden, genau, das arme Ding. Aber ich muss auch wirklich sagen, dass ich hier in diesem Kapitel das ein um das andere Mal auch selber ins Zweifeln kam, ob ich nicht vielleicht doch ein wenig über die Stränge geschlagen habe. Wenn er schon sagt.
die ganze Rätselsequenz um das Schleimmonster ist einer von diesen Sachverhalten, die halt schon ein bisschen jenseits dessen, okay, was man noch so guter Geschmack nennen kann, liegen. Möglicherweise gehören diese Steckdosen dort zu einem zweiten Sachverhalt. Weiß ich nicht, könnt ihr ja selber beurteilen. Dritter Sachverhalt ist hier gar nicht im Bild, sondern der ist dann zwei Screens weiter in dem Screen, den wir das aufsätzigen Dorf getauft haben. Da komme ich aber gar nicht zu Wort, weil da mal wieder ein guter alter Bekannter ans Mikrofon gezerrt wird für den Entwickler. Ja, das wussten wir ja schon. So. Wüsste ich nicht. Da kommen auf jeden Fall noch ein paar Magengruben umdrehen. Wie der Pädophile im Autobus, ja. Für die ich halt immer so einen leichten Rechtfertigungsdrang verspüre. Oh, Moment, da ruft mich mein Anwalt an. Ja, hallo? Ja, ich bin hier gerade im Studio. Sie müssen mich leider zurückrufen. Ich stehe direkt vor dem Mikrofon und spreche einen Entwicklerkommentar. Warte, was sagen Sie? Oh, so teuer. Können wir nicht irgendwie einfach zurückklagen oder so? Können wir nicht? Ja, okay, das machen wir. Okay, super. Ja, einfach die Scheiße aus denen rausklagen. Das machen wir. Sehr gut, ich freue mich. Ja, Gott sei Dank, Schaden abgewendet. Okay, ich melde mich dann. Tschüss. War mein Anwalt. So, okay, warte mal. Man hat mir noch heute in den Kommentaren geschrieben, dass Deponia 3 voll mit schwarzem Humor ist. Hey, Rotzis, ihr könnt euch mal nützlich machen. Und wie? Ihr könntet diese leitfähige Antenne hier... Das bringen die jetzt aber echt hin. Aber man darf doch nicht in Steckdosen rumstochern. Das bringen die jetzt Papa, echt in... Das okay, ab sofort werde ich in der ich Richtung das so weitermachen. Ich habe schon tausendmal gemacht. Dann weiß ich ja Bescheid. Und hat es mir etwa geschadet? Also hopp, hopp. Es kann doch nicht angehen, dass die jetzt... Okay. Und nun? Gut, festhalten. Warten. Hm. Gleich geht's los. Geht los. Ah! Aua. Hm? Sagte dir was? Keine Panik. Onkel, es ist nichts passiert. Okay, wenigstens wurde es nicht so lange gebrutzelt. Es ist aber unglaublich, ne? So, okay, Sicherung, da reinstecken. In das Schweinchen. Beistrahler geht. Jubel, die jaucht. Babys ansprechen. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber... Na, keine Widersprüche mehr. Ihr habt Licht, ihr habt Wärme und ihr habt euren Veto-Joker schon verdaddelt. Also los, Abmarsch. Hat der Joker gesagt? Das wird noch schlimmer. Alles klar, merke ich mir dann. Die hat einen Tauchanzug. Oh, wie geil jetzt. Heute sind die Augen offen. Und es wollte auch Vegetarier werden. Das arme Ding. Das arme Ding. Wo sind wir denn überhaupt hier? Ach, da oben sind wir, ne? Zudecken. Womit denn? Ach so. Ja, womit denn? Wie zudecken? Sprechen was ist los? An? Warum schlaft ihr nicht? Wir haben uns noch nicht zugedeckt. Zudecken? Wie Apfelkuchen? Nein, nicht wie Apfelkuchen. Wenn man Kinder zu Bett bringt, muss man sie zudecken. Ach wissen so. Sie denn gar nicht? Nee. Weiß ich wohl. Wie eine Calzone, ne? Wie machen wir das denn? Steckdose? Ich kann die nochmal benutzen? Nee. Und was? Frag ich Sie. Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Ja, füttern. Achso, zudecken ist noch nicht. Obwohl, zudecken ist noch nicht. Das würde hier unter füttern fallen, ne? Ja, ich kann sonst auch nichts mehr machen. Die Antenne kann ich
Nochmal neu ausrichten. Nee. Ich hab's kaputt gemacht. Wir legen den Schalter nochmal um. Nein, die Kinder sollen's schön warm haben. Ach, Rufus, du wärst so ein guter Vater. Du bist ja Mom and Dad in einer Person. Runter. Mir fehlt was zum Zudecken. Ich bräuchte den. Brauche eine Teigtasche. Ich bräuchte jetzt eine Teigtasche. Irgendwie bräuchte ich eine Teigtasche, oder nicht? Die Frau kann ich ja nicht ansprechen, da oben, was? Eine große Teigtasche bräuchte ich. Kann auch sein, dass hier alles erledigt ist. Klappstuhl suchen. Womit decke ich die denn zu? Wäre wieder eine Decke oder mit einer eine Teigtasche wäre ideal. Zudecken mal, dazwischen fehlt auch noch was. Ich müsste hier gut. Mal gucken. Was für wen oder was haben wir denn jetzt überhaupt noch hier? Hormone. Genau. Ich glaube, das wird da nie weitergehen. Zum Nachtlager. Die Trolle habe ich auch noch. Hey, willst du einen Topf mit Braten? Ach nee, das habe ich ja schon mal angeboten, glaube ich, ne? Oder? Haben Sie Hunger? Und wie? Tja, darüber hätten Sie nachdenken sollen, bevor Sie meine Sachen an den Papp verkauft haben. Haben Sie Durst? Und wie? Tja, darüber hätten Sie nachdenken sollen, bevor Sie meine Sachen an den Papp verkauft haben. Nee, das haben wir schon probiert. Was ist damit? Rufus Antoni! Rufus Antoni! Rufus, du schon wieder? Weißt du immer noch nicht, wann der Bogen überspannt ist? Ja, wenn er reißt, oder? Betracht Tony, over. Okay. Wir brauchen immer noch Elysium. Ja, wir müssen mit dem noch irgendwas machen. Was habe ich mit dem Kind jetzt eigentlich gemacht? Einen anderen Weg in Aros Büro finden. Dazu müsste ich sie erstmal zum Singen bringen, mit dem Singen aufzuhören. Das ist, das ist nicht so einfach. Den Pub besuchen. Naja, also ich sag mal, streng genommen bin ich die Kinder jetzt ja losgeworden, ne? Hey! Was soll das denn? Ja, wie? Was soll denn das schon sollen wollen? Ich hab dir gesagt, du kommst hier nicht rein. Ja. Du hast gesagt, ich komme hier nicht rein, solange ich die Kinder im Schlepptau habe. Dann hast du ja doch Ohren. Nur dazwischen herrscht Durchzug. Ich verstehe das Problem nicht. Darf ich jetzt rein oder nicht? Nein. Ja, aber warum denn nicht? Ich... Oh, süß. Ach du Hacke. Ist das süß. Was hat das zu bedeuten? Hab ich euch nicht gesagt, dass ihr schlafen sollt? Uns ist immer noch kalt. Sie müssen uns zudecken. Zudecken? Was ist denn eine verdammte Scheiße, Junge? Ach, sind die knuffig. Ach Mensch, ey. Sag mal, wie oft willst du eigentlich noch kurbeln? Häufig. Ich weiß nicht. Gibt's da ein Limit? Ja, und das ist aufgebraucht. Ach, leck mich, du Affe. Noch eine Runde. Na gut, ein einziges Mal darfst du noch kurbeln. Aber dann will ich meine Kurbel zurück. Verstanden? Ja. Hey, warte mal, was mache ich denn da? Oh Gott, jetzt ist sie alleine da. Die Arme. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch. Um Gottes Willen, ich stehe alleine. Alles mit klar bei dir? Stuhl, der Gronkh. Nee.
Nichts ist klar. Es war alles so perfekt. Boone und ich hatten ein kleines Grundstück mitten in der Stadt. Und dann wurden wir voneinander getrennt. Tja, diese Stadt ist eben ein Dschungel. Da kommt so mancher unter die Räder. Oh. Ja. Jetzt hat er aber gerade nichts zu tun. Was ist los? Oh, June ist fort. Einfach fort. Man wundert sich gar nicht, dass du schuldest mir noch Geld für die Liege. Das tut mir leid, Rufus. Ich bin komplett pleite. Kannst du abarbeiten. Ist gar kein Problem. Ich habe nichts mehr. Gar nichts. Dann heul nicht rum und such dir eine bezahlte Beschäftigung. Aber jetzt aber wirklich nur echt mal. Danke. Schild. Rüber. Hier, guck mal, bitte schön. Gar nichts. Dann heul nicht rum und such... Als Teigtaschenverkäufer? Ja. Du Rufus, ich weiß nicht. Was kriegst du hin? Was ist denn das? Ein Schmuckerbewerber? Ja, länger was? Als 23 hey. Uhr nicht. Hä? Ach, guck mal, er hat eine neue Liebe gefunden. Nur ein Slotty 25, das Stück. Bravo, Zugabe! Ich brauche 4 Teigtaschen. Das sind 5 Slotty. Die krieg ich von der Pfandfrau. Ob die ein Baby gebrauchen könnte? Was mache ich mit diesem Baby? Was mache ich nur mit diesem Baby? Das kann ich nicht abgeben. Den behalte ich, er ist mir immer. Ist schon klar. Kann ich den dann mal. Ah, das geht. Gut, dann gehen wir zur Pfandfrau mal runter. Ich mache heute ein kleines bisschen länger, weil es am Anfang überhaupt nicht lief. Und dann werden auch die Folgen auf YouTube zwangsläufig natürlich länger, weil, ne? So, ach nee, da ist sie ja. Was kann ich denn hier tun? Ich muss der Frau doch irgendwas geben können. Was sehen Sie auf diesem Bild hier? Keine Ahnung. Ich habe meine Lesebrille gegessen. Gegessen? Ja, verflucht seist du. Weitsichtigkeit. Dann sprechen wir sie doch einfach mal an jetzt. Hallo nochmal. Wir könnten ihr die Teigtaschen besorgen. Da ist ja der junge Vater wieder. Wenn sie uns die 5 Slotty gibt. Wofür brauchen Sie gleich die 5 Slotty? Ich behalte sie. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Ich muss gehen. Aber warum? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier wie... Gott zum... Schade, schade, schade. Was sehen Sie auf diesem Bild hier? Keine Ahnung. Ich habe mal... Gegessen? Ja. Okay, Ist man als Pfandsammelwagen... Kommt immer da... Logisch. Hatten wir auch. Ich hätte da eine einmalige Investition. Wozu denn Investition? Ja, wegen dem Wert. Es gibt doch ein die. Ach ja. Das will Haben sie Haben Sie Durst? Nicht. Und wie? Tja, darüber. Das ist doch, ist aber ganz ehrlich, blöd. Die Dialoge da sind gerade ein bisschen blöd, weil, er hat jetzt nichts mehr im Inventar. So. June? Ich hatte mit June hier eben gesprochen. June ist traurig. Na los, ihr kennt das Spiel. Husch! Ich kurbel die jetzt auch nicht normal hoch. Ich will zurück zu meinem Kuh. Irgendwie bezweifle ich, dass sie das auf... Irgendwie be... Irgendwie be... Irgendwie be... Irgendwie bezweifle... Irgendwie bezweifle... Also wieder hochkurbeln tue ich die jetzt nicht.
Obwohl, könnte man... Eigentlich darf ich hier nur noch einmal. Ist da noch eine Kurbel? Wir versuchen das nochmal. Hey, ich hab gesagt, genug gekurbelt, aber... Nein! Nee. Das läuft nicht. Das Ding ist, hat sich ausgekurbelt hier. Hat sich einfach ausgekurbelt. Da läuft nichts mehr. Ach, vielleicht soll ich für heute auch einfach Schluss machen. Das kann auch sein. Vielleicht sollte ich wirklich einfach Schluss machen für heute. Das waren doch schon ein paar... man wird ja nicht fitter in der Birne dadurch, ne? War schon ein bisschen... Und ich möchte jetzt ganz gerne eigentlich auch mal versuchen. Also ich bin dankbar für die Hilfen. Ich wäre gar nicht... Ich hätte ja überhaupt nichts funktioniert heute. Aber ich würde eigentlich ganz gerne... Man hat ja ein bisschen den Anspruch auch, dass man Sachen... Also wenigstens finde ich mal einen Abend mal irgendwie auch so klarkommt. Heute wäre ja ganz katastrophal gewesen. Das ging ja gar nicht. Wir sprechen die nochmal an hier. Hey, Goon! Teigtaschen. Nur ein Slotty 25 das Stück. Wow! Wie ich sehe, hast du dich in deinen neuen Job ja schon richtig reingearbeitet. Teigtaschen. Teigtaschen. Was ist denn mit ihm los? Er konzentriert sich. Du bist immerhin sein erster Kunde. Bist du dir sicher? Teigtaschen. Er wirkt irgendwie so... Somnambul. Teigtaschen. Vertrau mir. Das ist ganz normal. Der Wirt muss sich erst noch an den Symbionten gewöhnen. Der Wirt? Teigtaschenwirt. Eine ganz normale menschliche Berufsbezeichnung. Ich wünsche dir was, Flair. Teigtaschen. Geh mir mit den Leuten. Teigtaschen gut. Moment, aber es sind noch zwei hier. Nö, es ist nur noch er. Es ist jetzt eine Person, sag ich mal. Wir können mal wieder nach oben nehmen. Nee, da hat sich immer noch nichts getan. Du wolltest doch nicht etwa durchs Fenster einsteigen. Was unterstellst du mir denn da? Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Mit dem geht immer noch nichts. Hallo hier. Und wieder der Herpes. Wie goldig. Nee, mit dem geht immer noch nichts. Das mit dem alten EBH geht auch nichts. Worauf wartest du noch? Ich hab gesagt, ich will meine Kurbel zurück. Nimm sie doch. Kurbel? Ja klar, so hat das Sinn. Ich hab immer Wurbel verstanden. Ist klar. Aber ich kann die Kurbel doch gar nicht nehmen. Ach, Kurbelauswurfknopf. Spinn ich oder ist das die Kurbel aus Docs Ersatzteilladen? Wie kommt die denn hier runter? Könnte ich mit der sonst irgendwas machen? Oder will er die wirklich zurückhaben? Na endlich! Steck sie bitte einfach wieder an die Orgel, okay? Bingo Bongo! Nö. Nein! Kann ich mir die Kurbel ausleihen? Nimm ruhig. Ich brauche erst einen neuen Partner, bevor ich wieder leiern kann. Und diesmal bin ich garantiert. Aber denk dran, ich brauche die Kurbel. Okay, wir haben also eine Kurbel übrig. Wo könnte ich denn eine Kurbel benutzen? Noch gar nicht, oder? Kann ich irgendwo eine Kurbel benutzen? Oh oh. Oh oh. Ah. Dark Phoenix Elias. Schönen guten Abend, danke für den Follow. Du kannst keine Kurbel gebrauchen, ne? Ich hätte da eine einmalige. Wozu? Ja, wegen der Wert. Es gibt doch und die. Ach ja. Ja, ja, leck mich. Kann der irgendwo eine Kurbel gebrauchen? Für was denn? Für was könnte der denn eine Kurbel gebrauchen? Also erstmal kriegt der die zurück hier.
für Strickladen, Redaktion, Arzt. Im Rebellenlager gibt es auch hier. Wir sind da immer noch nicht drin gewesen. Hey, brauchst du eine Kurbel? Lotti hat zwar jahrelang im Radarschein, aber vielleicht ist... Okay, aber vielleicht erkennst du was auf den Dingern wieder hier. Lotti hat zwar Jahrelang, aber vielleicht... Scheiße, auch nicht. Es ist schwierig. Es bleibt schwierig. Es ist schwierig. Ja, speichern könnt ihr ja nicht mal. So. Ich merke schon, ich komme auf keinen grünen Zweig mehr. Von daher werde ich mich jetzt für heute verabschieden. Es ist auch eigentlich weit über meine Zeit. Es ist jetzt 10:55, weil ich muss die Folge noch schneiden. Die werden diesmal wohl länger. Ich tippe mal irgendwo auf 40 Minuten alle oder sowas. Ja, schleppend heute, ne? Ein wenig. Ohne eure Hilfe wäre ich gar nichts geschafft. Wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür. Alles sehr, 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 sehr schwierig. Finde ich irgendwie eine ungewöhnliche Logik dieses Mal. Da gefielen mir die anderen Teile eigentlich besser. Also was die Logik angeht. Sonst gefällt es mir natürlich. Das ist so eine Redaktion, Therapiepraxis. Dem müssen wir, das wird da drüber laufen. Das geht nicht anders. Vielleicht können wir mit der Kurbel und der Wäschespinne, macht aber keinen Sinn, weil wir die ja von alleine drehen können. Das bringt irgendwie eigentlich auch nichts. Ich weiß nicht. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn man... Ist schon klar. Komm mal mit dem mit der Kurbel. Dadurch kommt die Sache auch nicht schneller in Schwung. Ja, hätte er sein können. Aber ein schöner Ersatz dazu. Mit denen sprechen kann ich nicht mehr. Ui, unser ja. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja sehr... Da gibt's keine Dialoge mehr mit denen. Das kannst du knicken. Und mit Opa wird es auch nichts geben. Wir haben aber noch das Sparschwein da oben. Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Brauchen wir das für irgendwas? Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Egal. Also vielleicht fällt mir bis nächste Woche ja was ein. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von YouTube. Tschüss YouTube. Und jetzt mal in Ruhe aus dem Chat. Aufnahme stoppe ich jetzt mal.